Der Wirtschaftskalender für Montag, den 28. Dezember, ist kurz, aber einige Banken sind immer noch eines genaueren Blickes wert. In Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland sind die Märkte zum Boxentag geschlossen. Der Zeitplan beginnt am Vorabend um 23.50 Uhr. Es geht um zwei Mitteilungen über die japanische Wirtschaft im November, einschließlich der vorläufigen Industrieproduktion. Im Oktober stieg die Produktion weiter, aber das Wachstum war etwas geringer als erwartet. Vorläufige Einzelhandelsumsätze erscheinen zugleich. Im Oktober enttäuschten die Daten sehr nach einem Rückgang von 0,1% im Vormonat. Und Dallas Fed Herstelleraktivität im Dezember schließt den Zeitplan um 15.30 Uhr. Der Index beharrte unter Null das ganze Jahr lang, gewann aber fast 8 Punkte im November. Das war der Wirtschaftskalender für Montag. Auf Wiedersehen.